Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstricke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht! Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Da fliegt mir eine Idee zu. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Dauert nach Hause, Junge. Gleich wirst du. Ich schwitze dich an der Winsel. Grüß den Teufel, wenn du ihn siehst. Reißen dich in Stücke. Just calm yourselves.
Nun zu dir, Ferris. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Das ist nah genug. Du bist so gut wie tot. Ich reiß dir die Eingeweide raus.
Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Notieren Sie. Werter Herr, es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich eine Eisenerzquelle erschließen konnte, die uns für die kommenden Jahre einen stetigen Profit garantieren und genug Rohmaterial zum Bau mehrerer neuer Züge liefern wird. Dafür erwarte ich den Ritt. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar, doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Die Fahrscheine bitte. Hab ihn vor der Kimme. Wie tot!
Ich prügel die Scheiße aus dir raus. Lass die nicht zur Atem kommen. Ja! Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Der Hof, Quartier der Wache, Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling.